die wichtigste Message für mich ist das Zulassen von Gefühlen, das Zulassen von Spontaneität, das Zulassen von Kindlichkeit, dieses Frische, dieses Abenteuerlustige, diese Energie, die ich eigentlich so lebensbejahend finde. Und das aufzuspüren, sich auf den Weg zu machen, das finde ich schon eine zentrale Aufgabe. Was bedeuten Grenzen? Was macht es mit uns? Das kann nicht gut für unser Denken und für unser System sein. Im Grunde ist es eine gemeinsame Suche. Es sucht nicht jeder für sich, sondern wir suchen gemeinsam. Und das ist das Faszinierende, dass es funktioniert bei uns. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Und ich denke, deswegen machen wir das hier. Und man auch nicht das Gefühl hat, man braucht noch jemand anders dabei. Und das Duo, das steht für sich alleine. Ich habe aus meiner eigenen Klaviervergangenheit dieses Original im Ohr. Und dann komme ich mit einer Idee, die irgendwie noch so den Inhalt behält, aber so weit weg ist, dass es genug Platz hat, um damit alles zu machen. Ja, und die Grenzen zu sprengen ist äußerst lustvoll und als Musiker sehr befriedigend. Wie als kleines Kind auf dem Spielplatz. So, es geht los, da ist der Sand, hier sind die Spielzeuge, los geht's. Das heißt nicht, dass man mit dem Eimer Sand schaufeln muss. Den kann man auf den Kopf stellen oder darauf was draufbauen. Und dann kann man und so weiter. Das heißt, da gibt es nicht Normen oder enge Formen oder eine Hörerwartung oder eine Spielerwartung oder so. Da gibt es einfach nur Ohren, die aufeinander reagieren und natürlich irgendwie so in der Atmosphäre der Stücke bleiben und dann gucken, was da passiert. Vielleicht auch deswegen Pianotopia, weil das sozusagen im Zentrum steht, dieses Essentielle. Und da drumherum werden die Räume gelegt. Das können ganz normale Klangeffekte sein, das können Loops sein, das können auch mal Geräusche sein, die ich in irgendeiner Kirche aufgenommen habe, wo ich irgendwie mit dem Mikrofon in die Orgel hinten rein, du warst vorne am Stellwerk und hast diese ganzen Züge betätigt und ich hinten rum und habe diese Geräusche aufgenommen, die diese 250 Jahre alte Kirchenorgel erzeugt, ohne Ton, nur diese Zug- und Schluck- und Stoß- und Atemgeräusche dieses riesigen Instruments. Mit diesem Instrument dann einen Groove zu bauen und noch gestalterisch mit dir zusammen in eine Kommunikationsform treten, das macht es dann auch zu was Besonderem. Finden zum Beispiel Aufnahmen der NASA aus den 70er Jahren bei der Voyager-Mission, als sie elektromagnetische Wellen der einzelnen Planeten aufgenommen haben und damit dann sozusagen musikalisch zu arbeiten. Wenn ich spiele, kann ich mich auf dich verlassen und da kommt immer was, wo ich was mit anfangen kann. Das heißt, ein Rhythmusteppich oder Basslinien, die mich inspirieren und nach vorne schieben. Spannend.
spannend, dann auch nicht nur jetzt diese Elektronik als Gegenpartner zu haben, sondern auch zu sagen, okay, da, diesen Groove, den erzeuge ich jetzt mal mit einer Spülbürste in meinem Schallloch oder ich nehme einen Schlagzeugbesen und malträtiere mal den Bass und baue da mal was. Ich denke, solche Sounds finde ich schon essentiell. Also, dass, denke ich mal, das Publikum aussieht, woraus letztendlich irgendwie sowas gebaut wird und nicht alles bloß auf Knopfdruck passiert. Das, was da wirklich als Grundidee drin hintersteckt, zu verstehen. Und mit ein bisschen Glück hört man dann selber, wie es weitergehen könnte, anders. Oder ich mache genau das Gegenteil. Ein schnelles Stück wird langsam, ein langsames Stück wird schnell, ohne dass trotzdem so die Substanz von einem Stück angegriffen wird. Und dadurch entwickelt sich das immer weiter und kriegt eine Eigendynamik. Mit dem, was wir uns an Ausgangsmaterial angucken und wissen nicht, wo es hingeht. Instant Recomposing.